Ein Koloss. Kann man machen, ja. Also, ein Quest ist noch oben, ein Quest ist noch dort hinten. Oh, sie hat ihn ja schon bestimmt. Kann ich denn hier... Ich kann hier gar nichts mehr. Okay. Moin, Chef. Ah, so gut. Nach unten. Das ist jetzt ein bisschen. Hast du nach Kandera fliegen lassen? Was hast du dir dabei gedacht? Es war seine Entscheidung. Nein, davon ist nicht nur sein Leben betroffen. Okay, sie möchte wahrscheinlich Hilfe. Hier ist jemand bei klarem Verstand, der Kandera tatsächlich kennt. Fragen wir ihn. Ich kann's versuchen. Er ist mein Sohn, Nera. Sie hat meinen einzigen Sohn auf diesen Drecksplaneten fliegen lassen. Wenn Arkel bei irgendeinem Dreckskerl auf Kedera als Schläger anfangen will, dann soll er das tun. Ich wollte ihn nicht davon abhalten. Sie werden ihn behandeln wie einen Kampfhund, auf den man auch verzichten kann. Er wird sterben und dann hast du ihn auf dem Gewissen. Oder er benutzt sie und verdient einen Haufen Credits, damit wir besser leben können. Naja. Er ist ein Kroganer. Die sterben nicht so schnell. Machen Sie etwa Witze? Ich sollte Sie verprügeln, Nexus Abschaum. Hey, Vorsicht! Sie sollten gehen. Ich mach das schon. Aber sie hat mich gefragt. Sie haben mich gefragt. Meine Güte. Jupp. Oh. Der Fleisch. Ich würde gerne etwas klarstellen, obwohl der Korten-Clan den Begriff Pajak-Soße ganz allgemein für jegliche Würzmarinade verwendet, die an die klassische Soße erinnert, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass einige Leute davon ausgehen, sie bestünde tatsächlich aus Pajaks. Das ist nicht der Fall. Die Soße, mit der das Dörrfleisch mariniert ist, ist ein an unser neues Zuhause angepasstes Familienrezept. Und ich würde sie meinem Clan jederzeit voller Stolz servieren. Um noch etwas klarzustellen, da es in dieser Galaxie keine Klicksen gibt, waren sie natürlich in keiner Weise an der Zubereitung des Warndörrfleischs beteiligt. Der Ausdruck Klicksen-Stil sollte lediglich vermitteln, dass das Fleisch bei hoher Temperatur kurz angebraten und dann in ein Säurebad getaucht wurde, um den Geschmack zu erhalten. Ich entschuldige mich für jegliche Missverständnisse. Wenn er jetzt aber noch alles erklären muss, dann sind die Kroganer, also die, die anfragen, hirnverbrannt. Einwandfreier Zustand nutzt ein System ineinandergreifendes Bauteil, um je nach Bedarf individuell Entwürfe herzustellen, inklusive einer Anleitung zur Musterproduktion. Keine vernünftige Antwort wird abgelehnt. Warnung, treten Sie nicht auf die Bauteile. Ich will Korten, et Ewutzkopf. Was? Mir ist egal, wie ihn... ihr ihn umlegt. Mir ist egal, in welchem Zustand sein Kopf ist. Ich nehme ihn an seinen Körper oder in kleinen Stücken. Hauptsache, der Kerl sagt nie wieder ein Wort. Belohnung bei Lieferung. Eine Flasche echter Rindkohl. Okay. Wir haben echte Probleme hier. Ich habe neue Anweisungen von Morda erhalten. Das Wasser wird noch weiter rationiert. Das gefällt mir nicht. Das machen die anderen nicht mehr lange mit. Kann schon sein, aber bis es soweit ist, tun wir, was sie uns sagt. Am Schluss wird sie dann observiert. Ich hatte auf Patrouille einen Zusammenstoß mit einigen dieser Plünderer. Hast du daher die Wunde? Ja, aber verrat keinem, dass sie mir einen Mensch zugefügt hat. Stolz.
sich von Mora aufhören. Was haben wir denn hier? Ich bin lieber auf mich allein gestellt, als mit ansehen zu müssen, wie hier dasselbe passiert wie auf Tuchanka. Das ist doch Unsinn. Morda kriegt das schon hin. Eine starke Frau. Ich würde den Wurm zu gerne erlegen. Sei nicht dumm. Er ist unbesiegbar. Hat mich das jemals aufgehalten? Oh. Sie sind also der menschliche Pathfinder. Sie sehen ganz anders aus als auf den Bildern. Sie haben wahrscheinlich Aufnahmen meines Vaters gesehen. Ihr Vater? Sie haben ihn als Pathfinder ersetzt. Das ist eine lange Geschichte. Ich bin nicht wirklich auf dem Laufenden, was die Nexus angeht. Hier gibt's genug Schwierigkeiten, mit denen ich mich rumschlagen muss. Sie meinen die Plünderer? Unter anderem. Waren Sie schon in der Absteige? Sie ist Ihr Treffpunkt. 80% Bruchbude, 100% Ärger. Ich gebe Ihnen den Nuff-Punkt, damit Sie sich davon fernhalten können. Oder auch nicht. Ganz wie Sie wollen. Hatten Sie in der Kolonie schon viel Ärger mit Plünderern? Bisher noch nicht. Und mal im Ernst. Ein Haufen Weichhäute gegen ein paar hundert Kroganer. So dumm sind sie dann doch nicht. Aber wer weiß. Wenn die Ressourcen knapp werden und sie verzweifelt genug sind, ändert sich das vielleicht. Erzählen Sie mir mehr über die Absteige. Sie ist eine lose Ansammlung von Baracken, in denen sich verschiedene Plünderergangs versammeln. Sie prügeln sich, saufen und wenn sie dann richtig aggressiv sind, gehen sie auf Beutezug. Und falls man ihnen zu nahe kommt, wenn sie Hunger haben... Naja, es hat mich eine Leber gekostet und mir mein Humpeln eingebracht. Eine Leber? Vielen Dank. Diese Informationen werden mir bestimmt nützlich sein. Freut mich, dass ich helfen konnte. Seien Sie da draußen vorsichtig, Pathfinder. Die Absteige untersuchen. Aber es gibt immer noch Kroganer, die eigentlich mit der Nexus zusammenarbeiten wollen. Oder dementsprechend möchten. Aber sie wurden rausgeschmissen. Also rausgeschmissen. Ich meine, ich würde auch gehen, wenn man mich ausnützt. War nicht verletzter. Wo ist denn die dämliche Kampfgrube? Bleib einfach hier und warte ab, wie es sich entwickelt. Okay, ich denke drüber nach. Ich denke auch die ganze Zeit nach. Kriege ich noch Schlaf? Morda sagt, wir wollen uns niemandem. Das heißt, ich müsste mich Morda... okay. Verstanden. Wir müssen mit den anderen reden. In der Kampfgrube. Irgendwas ist... Mora ist immer noch sauer wegen der Genophage und sie hat eine Totgeburt. So viel steht schon mal fest. Aber wir haben mit der Totgeburt nichts am Hut. Denn... Die müssten ja nach wie vor Hass auf die Salarianer haben. Ich müsste ein Stockwerk tiefer. Mitteilung, gemeinschaftliches Miteinander. Zeit für eine kleine konstruktive Kritik. Es ist toll, dass ich euch alle mit dem Infomaterial zur Brautwerbung vertraut gemacht habt. Aber leider gestaltet sich die Umsetzung sehr als ein gekochter Wortschirm. Unsere Ärzte haben angemerkt, dass die Nesseln, die ihr alle gesammelt und anstelle von Blumensträußen überreicht habt, giftig sind. Die Frauen haben sich zwar bisher zurückgehalten und nur ein paar Knochen gebrochen, aber wir sollten ihre Geduld nicht überstrapazieren. Ich bin jedenfalls froh, dass das bislang einzige Todesopfer dieser dämliche kleine Peitschek war, der sich mitten in einem Gewitter einen Schallverstärker über den Kopf gehalten hat, um Fortpflanzungsprivilegien zu bekommen. Bitte was? Selbst unser Warlord hat mitbekommen, wie schwer wir uns tun, weshalb wir jetzt ein
an einer alten Erdentradition teilnehmen werden. Sie sagt, das würde den Problemen ein Ende machen und uns allen diese Paarungskram erleichtern. Poliert eure Anzüge auf und strafft eure Hintern, Männer. Der Nakmo-Morda-Tanz findet nächste Woche statt und die Frauen werden Einladungen an alle Männer schicken, die sie gerne als ihre Begleitung hätten. Sie orientieren sich an andere Kulturen, das ist geil. Aktualisierung. Frauen, ich weiß, man hat euch eingetrichtert, es nichts zu tun, aber bitte sagt doch einfach ganz offen, was ihr wollt. Und Männer, lasst euch ein paar Eier wachsen und kommuniziert. Gedenken wir diejenigen, die wir beim Nakmo-Mordtanz verloren haben. In gewisser Weise sind sie die wahren Helden. Ernsthaft? An alle Kranz, die Wüterei. Danke an alle, die an unserem letzten Event teilgenommen haben. Insbesondere an die Pychecks, die dachten, sie müssten mit scharfer Munition aufkreuzen, um diesen spielenden Schwächlingen ein bisschen Angst zu machen. Es war interessant zu sehen, dass eine gemeinschaftliche Gruppenaktivität wie Grunt die Wüterei Leute anzieht, die anderen den Spaß verderben wollen. Noch interessanter war allerdings zu sehen, wie eine Gruppe, die die Zusammenarbeit mit anderen gewohnt ist, als Team agieren und ein paar Gesichter zermatschen kann. Und an alle von euch, die Teil des Traum des verlorenen Trashlunders Events waren, ich habe Tränen der Führung geweint. Denkt daran, eure Würfel-Apps zu synchronisieren und bis bald. Neue Väter. Was für ein großartiges Treffen, es war wundervoll. Wie mein kleiner Kopfstoßer gelacht hat, als wir voller Tempo über die Hügel gerast sind. Und ich bin immer noch ganz ergriffen davon, wie er bei der Märchenstunde mitgesungen hat. Danke auch nochmal an denjenigen, der dieses VI mitgebracht hatte. Ihre Anleitung, wie man Windeln wechseln und die Panzerung auf wunde Stellen überprüft, war wirklich hilfreich. Und wer auch immer auf die Ideen mit den Sprengladungen gekommen ist, vielen, vielen Dank, wie alle ihre kleinen Äuglein gestrahlt haben, als sie hochgingen sind, war einfach fantastisch. Wir sehen uns nächste Woche zur selben Zeit. Komm mal hin. Okay. Will jemand eine Ersatzrolle haben? Er fließt. Ja, aber ich müsste hier eigentlich irgendwo noch nach unten kommen. Ich müsste irgendwo in diese Richtung. Halten Sie sich am Meier hin. Mi. Da muss ich nach unten. Okay. Okay. Hark. Drac, Sir, Sie sind hier. Tut mir leid, ich bin so viel Aufregung einfach nicht gewohnt. Ich habe den gestohlenen Transporter zu einem von Eladens Monden verfolgt. Sie werden ihr Schiff nehmen müssen. Keines von unseren hat ein Tarnsystem. Wie konnten Sie den Transporter stehlen? Ich hatte das Sicherheitssystem abgeschaltet, während ich eine neue Probe transferierte und, naja, sie sind von der anderen Seite reingeschlichen. Mordor denkt, Warren würde mit dem Transporter Proben sammeln. Ich habe sie in dem Glauben gelassen. Ich weiß. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gehen wir. Meine Koordinaten müssten Sie nah genug ranbringen, damit Sie sich reinschleichen können. Eine Gruppe von Nexus-Exilanten. Sie verstecken sich da oben in einem alten Komplex. Nexus-Exilanten. Freunde von Ihnen, Drac? Oh, also ist das jetzt die Quest für Drac? Ja, nehmen wir Charl mit. Sorgen wir dafür, dass unser Besuch so lange wie möglich eine Überraschung bleibt. Bis wir sie alle erschießen.
Richtig. Ja, Drake, bis wir sie alle erschießen. Was für eine Müllhalde. Was meinen Sie? Wir haben nicht mal Wachen an der Hintertür. Die meisten würden sich freuen. Ein bisschen schwieriger können Sie es uns schon machen. Wir sind immerhin extra hier rausgekommen, um Ihnen in den Arsch zu treten. Da drüben. Ist das der Transporter der Kolonie? Ja. Ich hoffe nur, der Saatentresor ist noch an Bord. Und wenn nicht? Dann nehme ich hier alles und jeden auseinander, bis wir ihn gefunden haben. Guter Plan. Na denn. Dieser Ort ist tatsächlich erbärmlich. Hab ich doch gesagt. Diese Typen sind ja kaum die Munition wert. Naja, jetzt ist der Hintereingang doch noch bewacht. Ihr hättet die Finger von unserem Transporter lassen sollen. Haben wir ein Spielverderbe hier. Aha. Eigentlich müssen wir den Scharfschützen zuerst. Jetzt hat er seine Schilde wieder aufgeladen. Geht das? Die zwei verstehen sich. Aber hier ist... Oh, hier ist Munition. Gut. Naja, wer weiß. Gut. Hier gibt es nichts. Gehen wir mal runter. Oh, ein Datenpad. Aktueller Sicherheitsstatus. Mittel ausgegeben von Abel Bryant, Mondhof-Aufseher. Mordor und Einsatzteam waren erfolgreich. Haben große Transporter von der koganischen Kolonie auf Eladan gestohlen. Riesenteil, genau wie der Boss gesagt hat. Mit Waffen und Saatgut. Derzeit angedockt in Mondhof B. Der Boss ist vor Ort und prüft, was davon zu gebrauchen ist. Solange der Transporter dort liegt, bleibt der Sicherheitsstatus auf Mittel. Die Koganer wollen ihn vielleicht zurück. Dann hätte ich ihn aber eher auf hoch gesetzt, wenn ich ehrlich bin. Der Laden hier fällt wirklich auseinander. Solange er damit wartet, bis wir nicht mehr drin sind. Sam, kriegst du das Kommsignal sauberer rein? Ich versuche es. Wer versucht uns jetzt zu kontaktieren? Hey, Drake. Warum sind Sie nicht in der koganischen Kolonie geblieben? Jo. Weil die Jungen ständig Kriegsgeschichten von mir hören wollten. Mordor hatte alles im Griff. Sie brauchte kein altes Eisen wie mich. Also bin ich aufgebrochen, um Cat zu jagen. Aaron, wir haben ein Problem. Jetzt gilt es! Haltet sie auf! Hat er Aaron gesagt? Heißt das, Spender ist auch beteiligt? Das würde erklären, wie sie an die Codes gekommen sind. Aaron, wir zwei werden uns gleich mal unterhalten.
Du und ich. Leck mich, Drake. Leck mich. Ich hau ab. Da ist offenbar jemand nachtragend. Na, dem werde ich zeigen, was nachtragend bedeutet. Ja, warten wir mal. So, dass sich das Schild wieder regeneriert. War da eigentlich noch irgendetwas Brauchbares hinter uns? Scheint nicht das zu sein, aber wir können hier nach oben. Und hier gibt es nichts außer einen Behälter. Weil es eilt ja nicht. Ich kann runter. Ich kann da eigentlich runter. Okay. Da ist nichts. Ein bisschen Health. Gut. Wurde auch langsam. Zeit, dass sie organisiert vorgehen. Irgendwie freuen sie sich ein bisschen zu sehr, darüber beschossen zu werden. Du bist mir echt ein bisschen zu nah. Ja, ja, ich kann gerade nicht. Gut. Das ist halt, wenn man Anzeigen auf einem anderen Bildschirm erhält. Ach, der ist tot. Gibt's da noch was? Nein. Was? Ausbauer sinkte Feldspule habe ich erhalten. Und ein E0. Was gibt es Schönes hier oben? Hier oben gibt es nichts, aber wir müssen eh nach oben, sehe ich gerade. Ziemlich viele Interferenzen hier unten. Sucht ihr etwa immer noch euer Rückgrat? Das Ding geht so da durch. Okay. Wenn du schon in den Kopf gehst, anständig. Nicht noch den Kopf noch ausstrecken. Hey, hey. Schwer Tour und sogar Energiealternative Zugang erforderlich. Das heißt, ich muss wieder nach unten. Weil da die Tür offen ist. Ich kann gar nicht nach oben durch. Liegt hier noch was? Nein, hier liegt nichts mehr. Oh, Munition. Dankeschön. Wie wär's, wenn ihr erstmal lernt, ordentlich zu zielen? Das könnt ihr doch besser. Yep. Kommt die noch sogar noch von hinten. Ja, Drake mag das schon. Wo ist denn noch einer? Das ist echt traurig! Langsam werden sie besser. Sagen sie. Nee, sagt er. Okay, ah, hier. Überreste, Überreste. So, was wollte ich eigentlich noch vorher sagen? Okay, ich werde gerade angeschrieben, ich kann aber nicht nachgucken, weil ich gerade auf einem anderen Bildschirm... Ja, den Spruch kenne ich doch irgendwoher. Einmal die Waffen wieder wechseln. Und hier sind die Zugänge wieder gesperrt. Aber von hier komme ich. Oh, Datenpad.
Geänderter Sicherheitsstatus hoch, ausgegeben von Albert Bryant, Mondhofaufseher. Berichte über Eindringen in den Hof durch den südlichen Zugang. Mehrere Todesopfer, blinder Passagier aus dem Transporter verschwunden. Erhöhte Sicherheitsstute feuerfrei. Ein blinder Passagier. Was immer das hier für ein Ort ist, er steht schon lange leer. Wir mögen ja in einer anderen Galaxie sein, aber ich bin verdammt. Irgendjemand versucht uns zu kontaktieren. Ich wusste, dass hinter uns noch ein Behälter ist. Und das war ein Kampfschrei. Und da haben wir schon ein ARD. Die neuen Pychecks. Ärmlichen Feiglinge. Das ist wieder ein bisschen was Längeres. Ah, funktioniert doch. Jetzt macht es langsam Spaß. Ah, das ist... Ah, ich habe immer noch meinen Helferlein. Lass ich mich raten, von hinten. Gut, danke schön. Ist das der Notrufkanal? Darum können wir uns kümmern, wenn wir nicht gerade beschossen werden. Jupp. Ah, ich stecke fest. Mal wieder. Ach komm schon, der war so schön geworfen. Schnauze. Ich hab dich schon gesehen, Kollege. Das war ein miserables Versteck. Und ich brauche mal denken mal neue Waffen. Oh, sehr schön, sehr schön. Da hat es nochmal einen Behälter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, Waffen. Sehr gut. Munition. War's das schon? Das heißt, den Typ. Okay, der nimmt ein Nickerchen. Soll mir recht sein. Aber hier gibt's nichts zu scannen. Gut. Aber hier ist nur die Hälfte eingestürzt. Auf der anderen Seite ist ein Weg. Vielleicht kommen wir ja durch, wenn wir das hier wegräumen. Wenn wir das hier wegräumen? Yeah. Geheimgang gefunden. Mit Müll. Sachen, die ich verkaufen kann. Okay. Wie denkst du? Weil ich habe hier keine biotischen Fähigkeiten. Okay. Ja, Herkules macht das. Wenn wir das wegräumen. Herkules. Sie formieren sich neu. Das hilft Ihnen auch nicht. Sie da draußen, hören Sie mich? Die Stimme kenne ich. Das ist Vaughn, unser Botaniker. Pathfinder, Craig? Kein Wunder, dass die Piraten meinten, sie bräuchten Verstärkung. Was machen Sie hier? Ich war gerade auf dem Schiff, als die Piraten es gestohlen haben. Ich konnte niemanden mehr warnen. Okay, Schluss mit dem Quatsch. Komm runter! Würde ich ja, aber ich musste mich in einem Container einschließen, um sie loszuwerden. Die wollen mich töten!